muss dazu auch sagen, wobei, nee, das sage ich jetzt nicht. Nee, es ist, zu privat einfach. Dass ich einen Ausschlag am Penis habe. Nein, Quatsch. Ben am Kopf löschen, löschen. Nein, Quatsch. Das war ein Spaß. 's, meine Lieben und Mädels. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge PVZ. Wieso liegen da die... Das gerade gesehen? Egal. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge PVZ auf jeden Fall. Ich spiele heute den Landschaftsformer, der sehr lange nicht mehr im Let's Play vorkam. So, und ich lese direkt vor, das wurde sich nämlich gewünscht von Dio Furz. Cooler Name. Dio Furz und Michael... Jetzt richtig vorlesen, Shedina, habe ich endlich richtig vorgelesen. Und von Pluto. So, alles klar, ich würde sagen, dann legen wir mal los mit dem Landschaftsformer, dem guten alten Landschaftsformer. So, wir bauen direkt mal ein paar Zombots hier auf. Okay, der klaut mir jetzt den einen Zombot, der auf 1 schon ist. Aber das macht mir gar nichts. Das macht mir gar nichts, weil es ist relativ eh unnötig jetzt. Da wir eh gleich das Dingen... haben. Nice. Ich habe den mal eben erwischt. Das war ja mega geil. So, alles klar. Dann würde ich sagen, ich sprint mal direkt durch zum Teleporter und baue den direkt mal. Wow, da liegt eine Dingens. Liegt eine Mine. Da ist noch eine Mine. Die habe ich gesehen. Der zieht bei mir nicht. Dieser schöne Trick, den ich mir überlegt habe, den mir alle nachmachen, natürlich nicht. Und da lag auch noch eine Mine. Du mieses Stück, du. Na gut, gut gelegt. Dann habe ich jetzt nicht mehr gedacht, dass da auch noch eine Mine liegen kann. Weil ich auf die Kakteen geschossen habe. Naja, egal. Leider recht frustrierend. Egal, Drone Power. Guck, ist da oben noch eine Pflanze? Nein, da kann ich nicht von hinten weggeholt werden. Das ist doch mal gut. Okay, der andere hat ihn noch nicht gebaut. Jetzt kriegst du es aber von mir ab, du. Jetzt kriegst du es aber ab von mir. Auch mal wieder abhaut. Hast du aber Glück gehabt, mein Lieber. Da hast du echt Glück gehabt. So, warte mal. Das kann ja nicht sein, dass der Teleporter noch nicht gesetzt ist. Dann wiederholen wir das Ganze einmal. Bauen ihn einfach von hier aus. Nice, der ist tot. Das war relativ ungeil, was er da getan hat. So. Teleporter ist gebaut. Direkt mal einen Somp holen hier. Einen guten. Bum, 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 bum. Mann, was ist hier mit meinem Ohr los? Ich krieg die Krise. Jetzt soll ich die Kopfhörer aufziehen. Muss man aber auch nur Kopfhörer spielen, ohne Scheiße. Da mache ich den Sound halt so leise, dass ich halt nichts höre. Aber dann geht mir der Sound wenigstens nicht auf den Sack. Oder das ist Gejucke in den Ohren. Das ist wirklich wegen den Kopfhörern immer so. Wie oft ich das im Let's Play mache, das ist nicht mehr feierlich. Muss dazu auch sagen. Wobei, nee, das sage ich jetzt nicht. Nee, es ist, zu privat einfach. Dass ich einen Ausschlag am Penis habe. Nein, Quatsch. Ben am Kopf löschen, löschen. Nein, Quatsch. Das war ein Spaß. Nein, nee, das will ich jetzt nicht sagen, was ich da gerade vorhatte. Ach, schade. Na gut, egal. Ich wollte da wieder oben drauf. Weil ich dachte, vielleicht ist da oben ja jemand. Da oben ist ja wirklich jemand. Da oben ist wirklich jemand. Und dann die Drohne, Achtung. Cool, sehr gut. Mach ihn Platz. Kill ihn. Zerfick ihn. Jetzt werde ich wahrscheinlich getötet. Die Finkanone, ja, der ist gestorben, der Kollege. Alles klar, das ist sehr gut. Und irgendwie... Aua. Aua. Das war nicht nett von dir da hinten. Oh. Mein armer Zombot. Er ist tot. Was soll das denn? Hat euch noch nichts getan, der arme Zombot. Stopp. Boah, Alter. 40 Schaden ins Gesicht? Ich wusste gar nicht, dass die noch so viel Schaden macht. War mir völlig unbekannt, dass der Landschaftsformer so viel Damage macht. Da sieht man mal wieder, wie lange ich hier nicht gespielt habe. Ich bin wirklich lange nicht mehr gespielt. Treffe ich nicht? Jetzt treffe ich. Ah. Moment mal. Ich treffe den irgendwie gar nicht. Ey! Lässt du das denn bitte? Kann aber nicht wahr sein. Unglaublich. Jetzt aber. Alter! Kann doch nicht wahr sein. Aua! Hilfe! Hilfe! Ich will nicht sterben. Schade. Ach, von da hinten. Von da hinten hat der geschossen. Das war ganz schön fies von dir, mein Lieber. Wieso ist mein Teleporter kaputt?
Was soll das? Was soll das? Warum ist der kaputt? Was soll denn das? Der hat euch doch nichts getan, dieser arme Teleporter. Er will doch auch nur ein bisschen Geld verdienen, indem er Leute teleportiert. Stellt euch das mal vor, so ein Arbeiter, der Leute teleportiert und dafür Geld kriegt. Scheiße. So, alles klar, der ist wieder aufgebaut. Sehr schön. Ich frag mich ja mal, wie viele bestehende Features die im zweiten Teil übernehmen werden. Jetzt zum Beispiel so die Zombots, die Teleporter, das Garten einnehmen, ob das alles so übernommen wird oder ob die was am System verändern. Das würde mich wirklich mal interessieren. Das ist auch so ein Thema, das mich auch so in letzter Zeit so ein bisschen beschäftigt, wenn ich über den zweiten Teil nachdenke. Werden die alles so übernehmen, wie man es kennt, oder werden die viel verändern? Weil, mal ganz ehrlich, sagen wir mal ehrlich, zum Beispiel, dass die eine Map, wo du das Haus am Ende hast. Ich kann mir die Namen nicht merken, auch nach 500 Folgen weiß ich die Namen immer noch nicht auswendig. Die Map, wo du das Haus am Ende hast. Zum Beispiel, da müsste man auf jeden Fall so ändern, dass du mit den Wissenschaftlern, so einem wie den da, dass du nicht durchlaufen kannst. Werden sie das verändern? Oder ist überhaupt die Frage, werden sie alte Maps in den neuen Teil mit übernehmen oder werden sie es machen? Das ist halt auch sowas, was mich irgendwie auch interessiert, was ich mal... Ich sollte mich vielleicht noch mal ein bisschen mehr belesen über das Spiel. Ich gebe zu, ich informiere mich sowieso relativ wenig über Spiele. Ich lasse mich da gerne... Ich bin ehrlich, ich lasse mich da auch gerne überraschen einfach. Ich will nicht zu viel wissen, weißt du? Damit ich nicht direkt denke, ist ja voll scheiße und kein Bock mehr auf das Game und so, weißt du? Deswegen, ich will mich auch ein bisschen so überraschen lassen. Deswegen lese ich auch nicht so viel über die Spiele. Ey, das war aber sehr unfair von dir. Ich wollte gerade sagen, das wirst du nicht überleben. Das war leider dein Tod. Tod, 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 Tod. Hoffentlich ist jetzt hier nirgendwo einer, dass wir in Ruhe durchsprinten können. Ich glaube aber, da schießt jemand auf mich. Ja, ich wusste es. Als ob ich da jetzt locker lasse oder was. So, auf Wiedersehen. Vielleicht kann man das machen. Ey, was soll denn das? Hab ich dir irgendwas getan? Hab ich dich unterdrückt? Nein, in keiner Art und Weise. So, der älteste Trick der Welt. Oh, ich hab zwei, dreimal gut erwischt, ey. Wiedersehen. Ho, 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 ho. Da ist noch einer. Killt ihn. Ah, killt mich. Nein, hat mich gekillt. Oh Mann. Mein andere wurde auch gekillt. Haha. Voll freudig. Ich freue mich total darüber, dass ein anderer gekillt wurde. Boah, bin ich ein Arschloch, ey. Hashtag. Kein Arschloch. Das hatten wir ja schon mal. Es wurde direkt gesagt: Hä, warum Hashtag Arschloch? Du hast ihn doch nur taktisch besiegt. Ja, ist halt so, ne? Ich meine, manchmal fühle ich mich halt selber ziemlich unfair. Ich fühl das manchmal einfach so. Ich denke mir dann so, boah, ey, das war echt schon hieß, was du da gerade getan hast. Das musst du selber zugeben. Ich denke mir halt auch immer, wie wäre das jetzt gerade, wenn ich auf der anderen Seite sitzen würde? Da denke ich mir das halt auch immer, weißt du? Weshalb ich auch dieses mit den... Stopp, du miese Lemur da hinten. Noch Schaden an dir, noch Schaden an dir. Und wieder direkt ausnimmt der Sack. Oh, der hat ja mal Schaden an mir. Ich muss da weg. Oh, Mama. Oh, ich hab dich getötet. Oh. Sind wir heute großkotzig? Nein, das sind wir nicht. Nein, das würde ich doch niemals tun. Oh, lol. Das war gar nicht so geplant. Oh, Scheiß. Oh, Zombie holen. Zombie. Oh, ich kann auch mal einen Sombat aufbauen. Fällt mir so gerade auf. Ha! Schlauberger. Ein Schlauberger ist auch noch. Ja, ja. Nee, wo war ich jetzt dran? Ich habe völlig den Faden verloren. Ja, jedenfalls, zweiter Teil. Ich frage mich halt wirklich, was werden die übernehmen? Und natürlich ist auch klar, was kommt auch alles neu? Das ist halt auch die Frage, ne? Was kommt alles mit dem zweiten Teil neu? Wird so vieles neu kommen? Das Spiel quasi komplett verändert oder was ist da los? Leute, der hat einen Schuss gebraucht. Hätte ich mir auch sparen können, fällt mir so gerade auf. Oh, da ist ein Schnapper, macht Schaden. Lol, ich hab wieder was gekillt. Oh, hab da gar nicht gemerkt, ob da... Uah! Ist da eine Bohne? Moment. Hui, 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 hui. Hui, hui, hui. Ha, hui. Ho, ho. Ich sag wieder, der war von dieser blöden Charakter da oben.
Bam, 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 Junge. Bam, Junge. In your face, würde ich sagen. Boah, dieser Kaktus ist aber schon hart nervig, der Kollege, ne? Der ist schon echt, der ist schon stellenweise ganz schön fies zu mir. Was habe ich ihm getan, dass er so fies zu mir ist? Ho, Schuss! Ah, nein, ich habe nicht gekriegt. Schade, ich wollte diese Erbse da kriegen. Ach, du Arsch, ey. Der hat's auf mich abgesehen. Das kann wahr sein, dass das auf mich abgesehen hat. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Ich werde es jetzt herausfinden. Ich werde nämlich jetzt einfach zu ihm zurücklaufen. Oh, cool. Tot. Wir sprinten mal gerade zurück. Einfach so. Einfach so, einfach so, einfach so. Hebt er noch? Hebt er noch? Ist er? Ich fürchte, er lebt noch. Ich könnte mich aber auch irren. Hm. Ist die Frage, ob er gesterbselt ist oder nicht. Ach komm, egal, was soll's. Wenn dann schießt er mir sowieso jetzt gleich jeden Moment in den Arsch. Lol, was hab ich denn da? Ha! Lol, ich kann die Dinger kaputt schießen. Ha, das wusste ich auch gar nicht, diese Polster oder was das da sind. Mega nice. Ich bin voll der Herausfinder und so. Hui. Ja, der Landschaftsformer hat auch nicht wirklich einen Schuss, der wirklich sehr weit reicht. Ne? Guck mal, man sieht, das Ding explodiert irgendwann. Ne? Das ist ein bisschen schade eigentlich. Ich mag das ja persönlich mehr, wenn Geschosse eine ähnliche Reichweite haben. Finde ich ja persönlich besser. Und wenn die Kurve halt extrem nach 2 Metern so ist, dass sie nach unten geht, aber finde ich jetzt persönlich nicht, ja, unrealistisch auch. Weißt du? Ich meine, das Spiel ist ja schon ausgenommen davon, dass es Pflanzen und Zombies sind, gegen die wir hier kämpfen oder die sich gegeneinander kämpfen, ist das Spiel doch schon realistisch natürlich gemacht. Es muss natürlich einen gewissen Realismus mit sich bringen. Ich meine, wäre blöd, wenn ein Ball nicht rollen würde, ne? Wenn ein Ball einfach schweben würde. Das wäre halt ziemlich dämlich. Deswegen, aua, hallo, was soll das da oben? Habe ich dir irgendwas getan, mein Lieber? Ne, jedenfalls, ey, ist aber fies von dir. Was soll denn das? Oh, ist ja getötet worden. Das ist ja schon fast mega fies. Ich retze dich, ich retze dich. Bin ich nicht cool? Ich mache das, was ich immer am meisten hasse. Ich retze Leute. Ja, ja, ich bin schon echt ein Vogel manchmal. Ey. Ich reg mich darüber voll auf, wenn ich geretzt werde. Retze aber selber Leute. Ey. So, ich ist typisch Sebastian, sage ich dazu nur. Typisch, einfach nur. Ja, ja, egal. Jedenfalls, jetzt habe ich wieder völlig den Faden verloren. Ne? Ich bin vom Thema abgewichen. Das ist auch so ein Ding bei mir, ne? Ich fange Thema an, rede da voll gerne drüber. Und dann auf einmal schweife ich voll ab und bleib dann da voll bei hängen bei dem Thema, mit dem ich abgeschweift bin. Ey, die Zukunftskarte da hinten, die kriegt irgendwie nicht genug auf die Schnauze. Warte mal, ich habe eine geile Idee. Pass mal auf, ich habe eine mega geile Idee. Ich gehe jetzt mal ab in die Drohne. Ab in die Drohne. Und dann machen wir da mal so ein bisschen Pflanzengeschnetzeltes. Wir helfen erstmal dem einen Typen da. Zack. Voll fies, ey. Bei dem können wir noch helfen. Oh, nein! Ha! Den Luftanschlag habe ich noch rausgekriegt, du Sau. Ich glaube, das wird fast keinen Schaden machen. Doch, ein wenig. Hui. So, wir müssen aber langsam irgendwas dafür tun, dass wir hier auch das Ding einnehmen. Hui, 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 hui. Halalalalala. So, jetzt kommt der Trick des Jahrhunderts natürlich. Ihr habt euch alle bei mir abgeschaut. Ihr macht natürlich jetzt sagen, Kornschlag hin, wo ich... Oh. Und wo kam der denn jetzt? Lol, von wo wurde ich angeschleimt? Das kann doch wohl nicht wahr sein, Manu. Das gibt's doch nicht. Ich tue gerade irgendwie gar nichts auch dafür, dass mein Team das hier gewinnt. Ich bin quasi nutzlos. So ein bisschen. Stopp, du Ratte. Hey, Manu. Megafon. Haha, genau getroffen. Was kann sein, ich jetzt sterbe? Ja, ich bin tot. Scheiße. Ach, Manu. Ach, mein Stalker ist wieder da. Sehr schön. Schreibst mich vorher an, ob du störst und ich schreibe Jein. Was heißt das wohl? Ich muss hinterherkommen. So, ich glaube, wir werden das hier nicht gewinnen, das Ganze. Was mega schade ist, ich merke auch gerade, der hat mein Gott, er schießt halt sehr schnell. Finde ich halt ziemlich cool. Der hat mir so gerade auch... Wow, Megafon! Bam, Junge! Verdammt, ich krieg das Ding da nicht mehr. Weg da! Komm, ich bin auf dir drauf! Los! Okay, dann bin ich halt hier oben. Ziemlich geil. So, ja, eine schöne Runde. War die denn lang genug? Gucken wir mal gerade. Ja, die war eigentlich lang genug. Jetzt eine zweite Runde hinterher zu hängen, wäre eigentlich unnötig. Ich fand die Runde jetzt nicht schlecht. Sind halt mal was kürzere Runden die Woche, ne?
Muss halt auch nicht mal so lange sein, ne? Ich meine, ist ja okay, oder? Ne? Cool, ich habe fast meine 2 Millionen voll. Und ich weiß nicht, was ich damit tun soll später. Es ist einfach, ja, wenn du alles hast, was sollst du denn noch kaufen? Es ist halt einfach so. Das ist wie mit einem Reichen. Ist ein Reicher. Nein, Quatsch. Nee, ist wirklich so. Was soll ich mir kaufen? Leute, ich habe doch alles. Was soll ich mir von den Zickern noch kaufen? Toll. Ich gehe mir ein Pack holen. Wow, dann habe ich wieder einmal Zombies. Und noch mehr billige Zombies. Von daher, naja, egal. Ich würde sagen, das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Würde mich freuen, wenn ihr auch morgen wieder einschaltet zur nächsten Folge. Was können wir morgen? Morgen ist die Zitrus-Kaktee dran. Also schaltet auf jeden Fall auch da wieder ein. Und ja, schönen Tag noch. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal zu PVZ. Macht's gut.